Die Quote. Ich bin für sehr vieles, für was sehr viele Quoten stehen, aber ich halte die Quoten für keine guten Instrumente. Warum? Nicht aus dem geläufigen Grund, dass ich glaubte, durch Quoten gelangten inkompetente Menschen an Jobs, die sie sonst nicht bekämen. Das lässt sich regeln und ich habe keine Bedenken, dass beispielsweise nicht genug Frauen zur Verfügung stünden, um Vorstandsposten zu bekleiden oder an Podien teilzunehmen. Nein, meine Skepsis betrifft drei andere Punkte. Erstens glaube ich, dass durch Quoten gewissermaßen ein Inferioritätsstatus festgeschrieben wird. Das heißt, es wird pauschal behauptet, Angehörige der Gruppe XYZ seien nicht in der Lage, selbstständig aus eigener Kraft das zu erreichen, was Vertreter anderer Gruppen erreichen. Und ob das im Sinne aller Angehörigen dieser Gruppen ist, das wage ich zu bezweifeln. Zweiter Punkt, der für mich schwerer wiegt, ist, dass durch die Quotierung gewissermaßen Identitätskasernen entstünden. Wenn erstmal eine Quote da ist, sei es bei Podien, sei es bei Jobs, dann würde ich immer als Repräsentantin oder als Repräsentant dieser oder jener Gruppe an einem Podium teilnehmen oder einen Job bekleiden. Und ob das mein Wunsch ist, in jedem Fall, das wage ich zu bezweifeln. Im Gegenteil, ich glaube, dass das diesen Identifizierungsirrsinn, der in der Vergangenheit für so viel Leid gesorgt hat, fortsetzen würde, anstatt das zu tun, worum es doch eigentlich gehen müsste, nämlich Identitätskategorien, Klassifikationen zu sprengen, aufzuweichen, so würden wir eben diese Identitätskasernen bauen. Und wenn die mal stehen, dann wären wir da alle drin, ob wir jetzt wollen oder nicht, auch wenn das vielleicht im Sinne einer Mittel- und Zwecklogik gewisse Vorteile hätte. Der dritte Punkt, ein eher marginaler Punkt, aber er muss genannt werden, ist, dass durch Quotierungen ein weiteres Regelraster, ein weiteres Ordnungsraster, ein weiteres Kodifizierungsraster in die Welt gelangte. Und vielleicht ist das, was wir heute ja eher brauchen, mal wieder so ein bisschen anarchische Energie, lustvolles Abweichen und nicht noch mehr von dem, was in letzter Konsequenz eigentlich immer zu mehr Betrieb, mehr Bürokratie, mehr Regulierung führt. Und das behindert auf lange Sicht zivilgesellschaftliche Energien, die es gerade heute zu stärken gelte. Da finde ich in diesen Zusammenhängen Quoten eher suboptimal.